das Jahr 2013 war ein von der Natur ein sehr geprägtes Jahr. Ein sehr nasses Frühjahr, dann die Hochwasserkatastrophe in vielen Teilen unseres Landes, wo sehr viel Wild, Jungwild und auch altes Wild wirklich weggerafft wurde. Dann die Trockenheit, im Endergebnis so, dass wir mit dem Wildabschuss sehr sparsam umgehen müssen, die Jäger sehr verantwortungsbewusst umgehen. Und so neigt sich das Jahr 2013 zu Ende, in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder besser sein wird. Gerade im Winter, wenn Schnee liegt, verbraucht das Wild weit mehr Energie, vor allem beim Flüchten, die es wieder zu sich nehmen muss in Form von Nahrung, in Form von Forstpflanzen mitunter. Gerade bei Fütterungen geht unser Appell an alle, die draußen unterwegs sind, diese Bereiche zu meiden. Und wenn man drauf kommt, dass man zu einer Fütterung kommt, kann man immer noch umdrehen, das ist ja kein Problem. Und somit sind auch die Regeln nichts anderes wie im Rest des Jahres, dass man sich auf Wege halten soll, auf Routen, auf Loipen fahren soll, wenn man die Natur nutzen möchte. Und hier trägt jeder Verantwortung den Wildtieren gegenüber, auch unseren Lebensräumen gegenüber, für die Natur und für die Wildtiere draußen sich zu bewegen und zu arbeiten. Die Abschusspläne werden in Oberösterreich anhand des Wildeinflusses im Wald an Vergleichs- und Weiserflächen erstellt. Und zwar sind Vergleichsflächen kleine eingezäunte Flächen im Wald und Weiserflächen jene, die nicht gezäunt sind, um den Einfluss von Schalenwild, also das sind Rehe, Hirsche, Gämsen, an der Waldvegetation festzustellen. Diese Abschusspläne, die von der Behörde vorgegeben werden, sind Gesetz für die Jäger. Das heißt, der Abschussplan muss eingehalten werden. Er darf zwar überschritten werden, aber nicht unterschritten. Hier muss auf die Natur eingegangen werden. Und wenn Probleme im Laufe des Jahres vorhanden sind, wie zum Beispiel Hochwasser, das unvorhergesehen ist, oder eine nasskalte Witterung im Frühjahr, dann muss man als Jäger darauf reagieren. Wild, das nicht da ist, kann man nicht erlegen. Und hier gilt es, sehr enge Kooperation mit den Behörden einzugehen, um schließlich dann im Sinne des Wald-Wild-Gefüges zu arbeiten. Der Landesjagdverband arbeitet gerade an Richtlinien, die das Schwarzwild betreffen. Wir haben hier eine eigene Arbeitsgruppe aus dem Unterausschuss für Schwarzwild. Denn einerseits müssen die Zuwachsträger, das heißt die weiblichen adulten Tiere, erwachsenen Tiere erlegt werden, und das sind die Bachen. Und andererseits dürfen die nicht einfach aus Jux und Dollerei erlegt werden. Letztlich ist das Gewicht der Frischlingsbachen, also jener weiblichen Tiere, die also im selben Jahr noch geworfen wurden, das Relevante. Die sehr häufigen Masten von Buchen und Eichen, die sozusagen enormes Nahrungsspektrum bieten für das Schwarzwild. Und das letztendlich der Grund ist, warum Schwarzwild sehr reproduktionsstark sein kann. Es tut mir sehr weh, dass in der Öffentlichkeit die Jagd oftmals so falsch gesehen wird. Wir wissen, dass es auch dort und da einmal schwarze Schafe gibt. Und was so bedauerlich und uns so weh tut, dass dann, wenn irgendwo etwas passiert, es immer heißt, alle sind so. Die Jägerinnen und Jäger leisten hervorragende Arbeit in der Lebensraumverbesserung, in der Sorge um das Wild, um alle in der Natur draußen lebenden Wildtiere, nicht nur der Jagdbaren, bis hin zum Vogel, zum Schmetterling. Und das wird oft viel zu wenig gesehen. Unsere Aufgabe ist es, der Bevölkerung noch mehr und noch besser zu erklären, was wir gerne und mit Freude und mit Überzeugung tun. Ich appelliere wirklich eindringlich an alle Jägerinnen und Jäger, alles zu tun, damit das Ansehen der Jagd ein gutes ist und ein noch besseres wird. Gemeinsam mit den naturliebenden Menschen werden wir in eine gute Zukunft gehen. Und so wünsche ich allen einen schönen Winter, einen erlebnisreichen Winter und eine gute Zukunft.